Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr wisst bestimmt, wo man hinfahren muss, um dieses Bild in echt zu sehen. Und ihr habt euch bestimmt in den letzten Tagen auch gewünscht, ihr könntet tatsächlich dorthin fahren und genau an diesem Ort sein. Worum geht's eigentlich? Naja, ich glaube, es ist euch klar. Es geht um die Wasseroberfläche von Schwimmbecken oder von Pools, diese besonderen geometrischen Linien und Formen zeigen. Darum soll es heute gehen. Wir fragen uns, wie kommen diese Muster in der Wasseroberfläche eigentlich zustande? Dazu schauen wir uns erstmal an, wann solche Muster nicht entstehen. Schaut mal hier auf dem nächsten Bild, sehen wir einen schönen Pool. Wasseroberfläche ist spiegelglatt, die Sonne scheint, es scheint das beste Wetter zu sein und wir sehen kein Muster auf der Wasseroberfläche oder eben im Pool. Ja, woran könnte das liegen? Es liegt genau daran, dass die Wasseroberfläche glatt ist. Heißt, es sind keine Personen in dem Pool, die kleine Wellen machen, es geht auch kein Wind, der die Wasseroberfläche aufwirbelt. Also halten wir schon mal fest, damit dieses Muster, was wir hier gesehen haben, entsteht oder entstehen kann, brauchen wir Bewegung in der Wasseroberfläche. Bei einer spiegelglatten Oberfläche kann es nicht funktionieren. Schauen wir uns mal noch ein nächstes Bild an. Hier sehen wir einen Pool, eindeutig bei schlechterem Wetter. Und man sieht, es gibt keine Muster in der Wasseroberfläche. Und das, obwohl es auf diesem Bild, glaube ich, gerade regnet und die Wasseroberfläche ziemlich aufgewühlt ist und es viele Wellen gibt. Also, woran könnte es noch liegen? Ja, es ist nicht sonnig. Das heißt, damit das Muster auf der Wasseroberfläche entsteht, brauchen wir eine bewegte Wasseroberfläche und wir brauchen die Sonne, die auf den Pool strahlt. Und wie es zu diesem Muster jetzt tatsächlich kommt und welche physikalischen Phänomene dahinter stehen, das wollen wir uns im Folgenden anschauen.